Vers 23. Yatra kale tvanavritim avritim chaiva yogina prayata yantitam kalam vakshyami baratarshaba. Yatra, zu welcher, kale Zeit, tu und anavritim, keine Rückkehr, avritim, Rückkehr, cha auch, eva, gewiss, yogina, verschiedene Arten von Mystikern, prayata, nach dem Verscheiden, yanti, erreichen, tam, diese, kalam, Zeit, vakshyami, ich werde beschreiben, baratarishaba, o Bester der Bharatas. O Bester der Bharatas, ich werde dir nun die verschiedenen Zeiten erklären, die beim Verlassen dieser Welt entscheiden, ob der Yogi zurückkehrt oder nicht. Erläuterung: Die unverfälschten Gottgeweihten des höchsten Herrn, die völlig ergebene Seelen sind, kümmern sich nicht darum, wann oder durch welche Methode sie ihren Körper verlassen. Sie überlassen alles Krishna und kehren so leicht und glücklich zu Gott zurück. Aber diejenigen, die keine unverfälschten Gottgeweihten sind und stattdessen auf Methoden spiritueller Verwirklichung wie Karma-Yoga, Jnana-Yoga oder Hatha-Yoga bauen, müssen den Körper zu einer geeigneten Zeit verlassen, um sicherzugehen, dass sie nicht wieder in diese Welt von Geburt und Tod zurückkehren müssen. Wenn der Yogi die Vollkommenheit erreicht hat, kann er selbst bestimmen, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen er die materielle Welt verlässt. Aber wenn er nicht so vollkommen ist, hängt sein Erfolg davon ab, ob er zufällig zu einer bestimmten günstigen Zeit stirbt. Im nächsten Vers erklärt der Herr, welches diese günstige Zeit ist, die bewirkt, dass man nach dem Verlassen des Körpers nicht mehr zurückkehrt. Nach Acharya Baladev Vidyabhushana bezieht sich das Sanskritwort Kala hier auf die Gottheit der Zeit.